Okay, so wie ich das gesehen habe, fehlen noch 8 Seelensteine. Tja, und sonst, hier hätten wir alles. Tja, wenn das so ist, da noch einen kurzen Blick hier rauf. Nach 11, okay, dann halt 9. Okay, dann heißt es Bericht erstatten, bevor wir in die Stadt gehen. So, das musste sein. Tja, ich frage mich eigentlich, was das hier soll. Was soll das denn hier? Ist das eine Abkürzung, dass man es freischalten muss? Naja, früher oder später wird sich das vielleicht aufklären. Oder sonst ist es einfach nur als Deko da. Wem muss ich Bescheid sagen? Ach, den da, okay. I took care of that dead walker barricade that was bothering you. Really? Excellent. Now we can keep watch everywhere on the steps. Ja, wenigstens etwas. I still haven't found your passageway beneath the city. Unterhalb der Stadt. I think your problem with the patrols and sentinels has been dealt with. Yes, thanks to you, we've taken the perimeter. Good work, Vulcan. Okay, wenigstens ein Sieg. Schön. Sehr schön. Ah ja, die Wachtürme, ja. Okay. Ist denn das hier was anderes? Greetings, Mercenary. I hope you're here to help us defeat the Deadwalkers. Nee, ich bin nur auf der Durchreise. Oder nee, ich bin Tourist, das ist besser. Ja, der einzige Weg zeigt da hier. Was soll denn das hier? Vielleicht kann Sibyl was sagen dazu. Kannst du was dazu sagen? Sibyl. Yes. What do you want? Tja. Na dann, versuchen wir mal das hier. Irgendwo muss doch was sein. Ey, was bist du denn für ein Drecksack, ey? Du Arsch. Der kann froh sein, dass ich keine Zeit habe. Und weil der Eri respawnt, also lohnt sich das gar nicht. Ja, jetzt muss ich dahin. Ah, wo sind die Olle schon wieder? Ach ja.
Der Vulcan hat es nicht leicht. So, mach mal rasch. Ich will weitermachen. Na komm, 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 komm. So. Dann mal los. Hab ich da was gesehen? Ach, das war nur das, oder? Warte. Ah. Oh. Hä? Was? Was ist das denn? Du hältst die Schnauze. Hör auf mit dem Mist und steh ab. So. Okay, Sibyl, kommst du klar? Nee. Was ist das denn für einer? Komm, geh weg, ich will das herausfinden. Now I've seen everything. The dead walkers kicking each other's asses. I beg your pardon. What? This one talks. What the hell are you, a lich? A zombie scribe? We've only known one another a few seconds, and already you insult me. Charming, I must say. If you aren't one of them, then what are you? I am an immortal superior spirit. And you? So you're an Ice Lord. I thought you'd be taller or something. I have absolutely no involvement with that bunch of cheapskate conjurers. And I would never humiliate myself by working for them, since that's what you seem to be suggesting. Yeah? Rotting flesh, sticking out bones? You sure as hell look like a damn dead walker to me. Tut tut. Did no one ever tell you not to judge a book by its cover? It's true that you're young, but use your wits. Would I be fighting my own troops if what you suggest were the truth? All I can be sure of is that you're not really alive, and that makes you my enemy. And what's more, you're in my way. Wow. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Hör auf damit! Ey, was soll denn der Scheiß? Oh. Ah, ich kann nicht aufstehen. Toller Cheater bist du. Grandios. Ey, der hat einen Preis verdient, der Sack. Wirklich großartig. Und jetzt die ganze Scheiße nochmal. Toll gemacht. So. Mann, diesen Scheißdruck bring ich um. Na los, geh weg. Ich will den anderen platt machen, Mann. Hör auf zu nerven. Plop. Lass die Scheiße, Junge! So, das hast du jetzt davon, dass du gecheatet hast. Das hast du davon. Enough!
rotting body will not survive more punishment. In all my 6,000 years, I have never witnessed such power. You seem to be as unique a being as I am. What is the source of your power? What are you? There's a demon inside me. A creature of flame that claims to come from the World Heart. How fascinating. Even if the term demon seems to lack precision. Nonetheless, I must confess that in spite of my vast knowledge, I have no idea what this entity really is. At last, something interesting. I was almost dying of boredom. I suspect that exploring what's inside you will probably be quite exciting. No, don't speak. I'm coming with you. I can't wait to find out more about your case. So how shall we begin our newfound friendship? I have to go into Caravas. You seem to know your way around. Come with me. But of course. There is no finer guide than myself. I know a secret way into Karlthas. Ach, da müssen wir halt leider mit ihm zusammenarbeiten. Tja. Ah ja, aber mal abgesehen davon, folgt der Aktion eben, wird es bestimmt spaßig mit ihm. Mathras, do you have a moment? My dear, I have all of eternity. Who are you exactly? I am Mathras. Immortal and unique. Right. So why aren't you out there hanging out with your Deadwalker friends? First of all, I don't have any pals. I'm a little too old for that. Secondly, I find your implication that I am associated with them most unpleasant. I have nothing in common with those dead things. I've been around for over 6,000 years, and I'm still very much alive, thank you. I admit this body is looking a little worn. 6,000 years old? Hey, you don't look a day over 250. You flatterer. I did, however, lose a toe this morning. Nonetheless, these Deadwalkers are simply corpses that are animated by magic. Whereas I am an immortal spirit who changes bodies when they wear out. There's absolutely no similarity. Aha. Hat der vielleicht vor, mal Vulcans Körper zu übernehmen? That's not so dumb. It's what allows you to go on having an effect on the world, I guess. Exactly. I give these bodies extra life that they would not have had if they'd stayed dead. Though, of course, these days, it's unlikely they would stay dead for very long. Tja. I want to ask you a couple of questions. Why did you come to Caravas? Why not? There's one thing you should know about eternity. It can be rather dull. So I do my very best to be in the right place at the right time. The place where it's the most fun. Fun? You think this is fun? Well, distracting then, if you prefer. What do you expect? I'm just so bored. The End of the World is a show I wouldn't want to miss. Okay. What do you know about the Deadwalkers? Apart from the fact that they're an incongruous mass of corpses with appalling bad taste that are animated through the use of magic, nothing. I can tell you that the power necessary for their creation and to keep them working is far beyond the magical abilities of any of your contemporaries. And since it's obvious they are incapable of any decision-making or strategy, they are clearly being controlled from a distance. All of which suggests the Ice Lords who are controlling these things are rather, well, rather powerful. Something I grant you quite difficult to believe when one saw them start out at the same pitiful level of incompetence as their brothers, the Red Scribes. Brüder, was? Wie bezieht dich das denn jetzt? In 6,000 years, have you ever seen a situation as desperate as this one? Honestly? Well, no. You are, as you might put it, fucked. Or at least the mortals seem to be. But you carry something within you that may modify things somewhat.
And it is this seemingly insignificant detail, this flap of a butterfly's wing, which may eventually change the apparently manifest destiny of the world as you know it. This demon, as you call it, has never before walked the earth. Neither he, neither it, nor any other of its kind. If they had, I would know of it, believe me. Consequently, and in spite of the evident futility of such a sentiment, there may be grounds for you to feel a slight glimmer of hope. That is, of course, if it is your desire to avert disaster. Well, that's comforting. Do you have any idea about what I am becoming? In all my long lives, I've never seen your like. Even the term demon seems to be designed to cause confusion. I have seen real demons when I lived as a war drum player amongst the dwarves. Dwarves are just legend. You're yanking my chain. It would be churlish to mock someone when it is so easy. Thus, the dwarves did exist, and I was once one of them. They used to use these little creatures, barely the size of toddlers, in their enormous forges. They were little red creatures with tiny horns and a wicked air about them. You see, they were able to survive in the flames. The dwarves called them demons. You look a little like one of them, only much bigger. And you have an even more pronounced affinity with fire. I'm reserving judgment about the wicked attitude. I believe this affinity with flames is no coincidence. You are clearly a response, a weapon, and your purpose is to face the Ice Lords. It is entirely possible that you are the fruit of an attempt to rebalance the forces of nature. Alas, I have no idea which entity is behind all of this. Ich frage mich eigentlich, warum wir den Dämon nicht mal ausfragen können. Denn ab und zu begegnen Wolken ja ihm. Irgendwie. Wieso können wir da dann nicht ein paar Fragen stellen? Na, aber vielleicht kommt das später. Talk to you later. Wer weiß. Okay, dann haben wir jetzt einen neuen Begleiter, der mich ein bisschen an Brook erinnert. Nur, ja, weniger skelettartig, aber dafür die Art. Mehr oder weniger. Tja. Die eisige Bibliothek, okay. Warte. Ist zufälligerweise Randwell fertig? Nee, gut. Okay. Dann können wir hier weitergehen. Hoffentlich nicht mit allzu viel Widerstand. Ja, hätte ich mal nichts gesagt. Wie sieht denn das hier aus? Okay. Die müssen wir wohl so oder so bekämpfen. Ah, gut, komm her. Komm nur her. Halt die Schnauze und stirb. So, das war leicht. Ah, sehr schön. Er hat die gleiche Kraft wie Edwin. Edwin, Mann. Ich sag immer Edwin wegen Stronghold 2. Verdammt. So. Oh. Zwei von denen. Ah, komm schon her. Oh. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Und das noch weniger.
Okay. Oh, dieser Attack ist scheiße. Lass das. Mach einen Abgang. Das ist ein blöder Kamikaze-Ding. Und der chillt ein bisschen. Und du gehst sterben. So. Oh, der Sack hat sich voll geheilt. Warte mal kurz. Ach nee, das bringt bei denen nichts. So. Der mit seinem scheiß Gift. Hat aufgehört, gut. So, stirb. Ah, das ist jetzt auch egal. Stirb. Nein, 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 nein. Ah, zum Glück können wir gegen Gift nicht sterben. Was machst du denn da? Aha. Hm. Der kommt mir eher so vor wie eine Mischung aus Brook und einem Clown. Hm. So, hätten wir das. Puh. Ach, leider haben wir Sibyl jetzt nicht dabei. Die hätte uns heilen können. Ach komm, das geht mir auf den Sack. So, und... Sprengfalle. So. Okay. Noch einmal kurz speichern. So. Okay. Geht's hier weiter? Hm. Einfach so, okay. Aber was soll dann dieses eine Tor da? This city is an open grave. A tomb where the dead may not rest in peace. Cruel, yet inventive. You'd know all about that. We'll be lucky if we find any survivors. Hmm. So. Easy going here. Steh up. Na los, steh ab schon. So. Hm. Wie groß ist das denn? Okay, die Bibliothek ist da. Und irgendetwas ist hier. Und hier ist alles optional, okay. Hm, na dann. Schauen wir uns hier mal um. Hm. Der sieht aber so aus, als ob das schon Jahre her wäre. Diese Eroberung hier. Und was höre ich da? Bogenschützenarsch, zwei Bogenschützenärsche. Hm. Oh, lasst den doch. Ah, gut. Gut so. Nicht gut so.
Na, was soll's. So, geh schnell drauf, bitte. Stirb. So. Aber irgendwie erinnert er mich noch an wen anders. Aber an wen? Ich komme gerade nicht drauf. Auch jetzt grübel ich die ganze Zeit vor mir hin. Ja, ich hasse das. Das ist blöd bei einem Let's Play. Wow. Naja, die Geister hier. Aber hier ist sonst nichts mehr. Okay. Ich habe mir die Stadt anders vorgestellt. Was haben wir hier? Handschuhe. Plus 5. Sonst habe ich nichts Besseres. Okay. Ah, es hat blöd, dass ich diese Waffe verpasst habe. Damit hätten wir mehr Schaden gemacht. Die sind ganz schön leicht. So. Okay, dann hätten wir hier schon mal alles eingesammelt. Oder haben wir das? Hier ist noch etwas. Naja, das war leicht. Was haben wir hier? Meho. Und wieso verfolgt er sich dauernd? Naja, da ist er ja besser. So. Okay. Na, gehen wir da lang. Da können wir das hier noch mitnehmen. Okay. Wie farb ich gerade? Wo denn hier die restlichen Seelensteine sein sollen? Okay, machen wir so, das ist besser. Oh. Steh ab. Ah, verdammt. Nicht sterben jetzt, nicht sterben. Nicht genug Magie, verdammt. Los, greif an! Dann halt ich! So. Der steht aber schnell wieder auf.